Ja, servus Jungs und Mädels, ich bin's, euer Mega-Hombre. Und in dem heutigen Donnerstory, da gibt es eine kleine Besonderheit. Und zwar gibt es heute zum ersten Mal zwei Gameplays zu sehen. Das erste Gameplay, das hier gerade gestartet ist, ist auf der Map Cove von dem neuen DLC. Das ist von Lux Black Ops. Ich bin auch mit in der Lobby gewesen. Und ja, das ist aus dem Grund so geil, weil das ist, glaube ich, echt das schnellste Core-Team-Deathmatch, das ich je bei Call of Duty gesehen habe oder bei dem ich dabei war. Das war nämlich in unter 3 Minuten zu Ende. Das ging, ich glaube, 2 Minuten 59 genau. Also die Uhr ist bei 7:01 gestoppt. Und ja, er hat hier unglaublich stark gespielt. Er hat, glaube ich, nur 1 Minute gebraucht, ein Orbital zu holen. Hat dann, bevor der Orbital zu Ende war, den nächsten geholt. Und dann, bevor der zu Ende war, hat er nochmal einen bekommen. Also echt super, super krass. Hat das Spiel dann, glaube ich, genau mit der Nuklear auch abgeschlossen. Also erste Sahne, richtig, richtig geil. Ich konnte gar nicht hinterherkommen. Ich habe auch ein paar Kills gemacht und bei mir lief es auch nicht schlecht. Aber er ist da irgendwie rumgeflitzt und hat alles abgesahnt. Echt der Wahnsinn. Und das zweite Gameplay, das danach startet, ist von Zimmertür 36. Das ist auf Hijacked auch ein Team Deathmatch. Hat auch einen richtigen Bombenscore rausgelassen. Also könnt ihr euch auf was gefasst machen. Ja, und der Grund, warum ich jetzt speziell diese beiden Gameplays gewählt habe, das ist der, dass diese beiden Leute Clanmitglieder sind in dem Clan, dem ich in der vergangenen Woche beigetreten bin. Und zwar sind es die Geiermeiers. Das Clan-Tag ist 4F5N, also eigentlich for fun, aber das war schon vergeben und deswegen ist halt dieses Tag dabei rausgekommen. Und naja, wie der Name schon vermuten lässt, ist es ein reiner Fun-Clan. Also denen geht es da nicht so drum, irgendwie jetzt immer regelmäßige Trainings zu machen und immer irgendwie Clan-War zu haben und dies und das, also das so richtig streng zu pushen, sondern die wollen da einfach nur ihren Spaß haben. Jeder, der irgendwie online ist, mit dem wird dann zusammen gespielt und einfach eine gute Zeit. Und das ist eigentlich auch genau das, was ich auch suche, weil ich habe ja früher auch in einigen Clans gespielt und auch in einigen Clans, die es wirklich so relativ streng auch betrieben haben, also mit dreimal die Woche Training und du durftest nur einmal fehlen, sonst bekamst du hier gleich die Abmahnung und Clan War dies und das und alles Mögliche. Und naja, ich habe für mich halt entschieden, das ist, für mich passt es leider nicht so. Es ist ja richtig, dass man das so macht, wenn man den Clan voranbringen will, aber bei mir haut es einfach zeitlich nicht hin mit der Arbeit und ich kann mir dann ja diese Trainings immer nicht so einteilen und dann haut es halt einfach nicht hin. Deswegen kommt für mich generell auch nur so ein Fun-Clan in Frage und ich glaube, da bin ich da genau an der richtigen Stelle. Also richtig, richtig geil. Finde ich gut, dass die mich da so herzlich aufgenommen haben und bin gespannt auf die nächsten Runden, die wir da zusammen zocken werden. Dann kurzes Update für das Dual Commentary mit Sakusa, auf das ja einige von euch jetzt schon seit einiger Zeit warten. Und zwar haben wir uns letzten Samstag getroffen bei mir und haben jetzt endlich die Aufnahme dafür gemacht. Ich kann so viel schon mal vorweg sagen. Also wir haben, glaube ich, fast eine Stunde gelabert. Also es ist fast schon mehr so ein kleiner Podcast als ein Dual Commentary geworden. Aber ist richtig, richtig geil geworden. Und wie gesagt, bisher steht erst der Audio-Part. Ich muss jetzt noch so ein bisschen, ja, Gameplay mir spielen, das ich dann im Hintergrund laufen lasse. Wir haben uns überlegt, dass wir dafür vielleicht Black Ops 1 verwenden wollen, einfach um mal wieder ein bisschen was anderes zu zeigen. Aber nur, dass ihr Bescheid wisst, der Audio-Part, der steht schon. Und ich gehe mal davon aus, dass wir so, ja, innerhalb der nächsten Woche, denke ich mal, soweit sein sollten. Wir haben es so gemacht, dass wir es in zwei Teile gesplittet haben. Bei mir auf dem Kanal wird es Teil 1 zu sehen geben und am Ende von Teil 1 gibt es dann eben einen Link zu seinem Kanal, wo dann eben der zweite Teil weitergeht, so dass wir uns das eben ein bisschen aufteilen, dass jemand, der halt den ganzen Podcast sehen möchte, dass er halt auch auf beiden Kanälen mal gewesen sein soll. Das ist ja auch Sinn und Zweck des Ganzen, dass meine Abonnenten so ein bisschen die Chance bekommen, seinen Kanal so ein bisschen näher kennenzulernen und ihn halt auch zu abonnieren. Und für mich halt umgekehrt natürlich genauso, die Leute, die ihn abonniert haben, dass die halt auf mich aufmerksam werden. Das ist ja immer so Sinn und Zweck von so einem Dual Commentary. Und genau, nur dass ihr Bescheid wisst, das dauert jetzt auch nicht mehr lange, ist in Arbeit und da könnt ihr euch echt auf was freuen, weil das ist aus meiner Sicht echt richtig, richtig geil geworden. Ja, und dann gab es ja auch jetzt ein paar neue Informationen kürzlich zum letzten Kartenpaket, das jetzt für Black Ops 2 rauskommen wird. Und zwar haben sie es jetzt offiziell angekündigt mit dem Namen Apokalypse. Und es wird am 27. August für die Xbox rauskommen und halt wie immer einen Monat später dann für die PlayStation. Und naja, das Thema kriegt mittlerweile einen ziemlichen Bart, ich weiß, aber ich muss mich trotzdem wieder drüber aufregen, weil es wird immer schlimmer. Denn jetzt sind doch tatsächlich schon zwei alte Maps dabei, also zwei Remakes unter den vier neuen Karten. Das ist einmal von Black Ops 1, das ist ja auch aus dem DLC schon gewesen, Stadium, wird jetzt als Take-Off zurückkommen. Und ein Spiel, gut, was ist für mich Neues, weil ich es nicht gespielt habe, die Map Dig ist ein Remake von der Map Courtyard von World at War, was ich jetzt selber nicht gezockt habe. Eines der wenigen Call of Duties, das mir irgendwie so, keine Ahnung, durch die Lappen gegangen ist, habe ich einfach nicht gezockt.
Deswegen ist die Map für mich jetzt auch neu, aber generell für die meisten von euch wahrscheinlich nur zwei neue Maps und zwei Remakes. Stadium und Courtyard, also habe ich jetzt mal so ein bisschen nachgelesen, sind schon ja relativ populär. Deswegen ist es jetzt nicht schlecht, dass sie kommen. Aber halt nach wie vor meine Aussage, das müssen halt einfach dann Bonus-Maps sein zu den vier Maps, die halt dann tatsächlich neu dazukommen. Aber naja, ich wollte es euch trotzdem wissen lassen. Kurzes Update, letztes Kartenpaket, so schaut's aus. Ja, dann habe ich noch als Thema die Capture Cards der neuen Generation der Konsolen. Das ist ja bei vielen von euch auch ein interessantes Thema, weil einige von euch sind sicherlich auch daran interessiert, so ein bisschen vielleicht mit YouTube zu starten oder einfach auch mal ein paar Videos zu machen und möchten sich jetzt aber für die aktuelle Generation der Konsolen nicht unbedingt teure Hardware und alles drum und dran kaufen. Die haben ja schon so ein bisschen geliebäugelt mit diesen Capture Cards, die in den neuen Konsolen jetzt automatisch schon eingebaut sind. Und ja, dazu gab es jetzt ein paar Aussagen und ich bin nicht 100% sicher, ob das wirklich schon zu 100% auch confirmed ist oder ob das so ein bisschen noch Gerücht ist. Aber es geht die Aussage rum, dass es bei der Xbox so sein wird, dass die nur 5 Minuten Gameplay aufnehmen können wird. Das Ganze in einer Auflösung von 720p maximal in nur 30 Frames per Second. Also wenn das tatsächlich stimmen würde, da muss ich schon sagen, oh, das wäre ja schon schlecht. Also weil 5 Minuten, ganz ehrlich, was willst du mit 5 Minuten? Da kannst du ja nicht mal eine Runde Call of Duty zeigen oder irgendwas anderes, geschweige denn. Und gut, 720p ist von mir aus noch in Ordnung, ist eh das meiste, was jetzt im Moment auf YouTube zu sehen ist. Aber die neuen Konsolen, die werden halt eben ein bisschen mehr Power haben. Also die machen dann eben auch 1080p. Und dann muss die Game Capture Card, die eingebaut ist, natürlich auch 1080p aufnehmen. Also da gibt es doch gar kein Drumherum irgendwie. 60 Frames per Second werden die meisten Spiele sein. Wenn dann nur 30 aufgenommen werden, finde ich, geht auch wieder ein bisschen was von dem ganzen Charme verloren. Und naja, und bei der PlayStation, da ist es noch nicht so hundertprozentig confirmed, aber da lautet es so, dass man wohl bis zu 15 Minuten Gameplay aufnehmen kann. Das finde ich sehr gut, weil wenn das tatsächlich so wäre, dann wäre man mit Call of Duty auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und ja, könnte wahrscheinlich auch bei Battlefield so die meisten Spiele aufnehmen, weil Battlefield, da gehen die Runden ja manchmal auch ein bisschen länger. 15 Minuten könnte da vielleicht passen, aber kann auch sein, dass die Runden da vielleicht mal 20 Minuten gehen. So von der Auflösung, was sie aufnehmen, das war jetzt noch nicht so ganz sicher, aber ich hoffe halt einfach, dass die wirklich dann auch 1080p aufnehmen mit 60 Frames in der Sekunde. Und ja, genau, das nur so als kurzes Update für euch, da könnt ihr auch nochmal ein bisschen googeln, gibt es vielleicht mittlerweile auch schon neuere Informationen, aber das ist auf jeden Fall, denke ich mal, ein interessantes Thema für viele und da bin ich auch mal gespannt, ob oder was dabei jetzt rauskommt, ob das tatsächlich so stimmt und was jetzt genau die Fakten sind. Und während er hier am Ende vergeblich versucht, immer wieder den Stealth-Chopper reinzurufen, möchte ich euch nochmal darauf aufmerksam machen. Denkt dran, heute müsste es eigentlich den Multiplayer-Reveal-Trailer von Ghost zu sehen geben. Ich nehme das Donnersterrier immer im Vorfeld auf, deswegen weiß ich nicht, ob jetzt schon was online ist oder ob es heute noch kommt. Aber haltet auf jeden Fall mal die Augen offen, denn das wird sicher auch ziemlich geil. Gut, Jungs und Mädels, dann wünsche ich euch wie immer ein schönes Wochenende und ja, wir hören uns nächste Woche wieder, ist ja ganz klar. Bis dahin, euer Ombre.